10 Jahre jung steht auf der Einladung und das entspricht eigentlich das Wesentliche, weil es geht um die Verjüngung, um die Erneuerung des deutschen Weins, um neue Perspektiven zu gewinnen, neue Weine zu kreieren. Das ist das Programm. Ich denke, die Generation Riesling hat eine Entwicklung hingelegt, wie sie wahrscheinlich nicht mal das Weininstitut sich selbst gewünscht oder erwartet hätte. Ja. Man hat etwas geschaffen, möglicherweise auch unbewusst, aber man hat damit den Nerv der Zeit getroffen. Es ist eine Leichtigkeit, eine unanstrengende Art, mit der ganzen Materie Wein umzugehen, die aber trotzdem nicht belanglos und nicht wertig. Also es ist nicht kompliziert. Aber es hat trotzdem eine Wertigkeit. Seeing the new range and the diversity of German wines, because there are more drier styles, and I've just tried a Cabernet Sauvignon, which is quite rare. And the Pinot Noirs, I think, are also very good, and they have a very international style, which I think will appeal to a young modern crowd. And the younger generation, not rebelling against the older generation, but a respect for tradition, a respect for what their parents know, but saying, can we change it? So it's that going back, but it's not a battleground. It's a taking what's good of the old and taking what's good of the next layer and adding to it. Anekdoten, die mit Generation Riesling zu tun haben. Also entweder habe ich sie schon in ein Buch geschrieben oder sie sind zu heiß, um jetzt zu erzählen, und wir lassen das da. Ne? Kamera aus.